Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Owessel. Und da fährt der Fahrstuhl gleich ohne uns los, bis er merkt, dass wir gar nicht drauf sind. So, ab geht's nach oben. Ja, wir sind wieder da hier mit Part 2. Ja, Part 2, endlich, endlich. Alle haben schon drauf gewartet und nun ist es soweit. Part 2 ist da. Und unser nächstes Rätsel ist auch da. So, ich vermute mal, in der Mitte ist ein Abfluss. So. Das können wir fahren. Ach, das füllt den Tank. Wenn der Tank voll ist. So, und jetzt fahren wir weg. So. Gut. Okay. Machen wir hier auch mal voll. Zack, Abmarsch. Das kann alles in Abfluss fließen. Das sollte sich jetzt auf grün stellen. Jawohl. Gut gemacht. Okay, das war jetzt, glaube ich, die Einführung in die Dinger. Erstmal das Einführungslevel. Gleich kommt was Komplizierteres damit. Da geht's auch schon los. Eieiei. Also, wir können da oben ein... Gott, oh Gott. Das ist ja unübersichtlich. Also wir haben ja dieses Ding, wir machen jetzt mal einfach ein... Ach, wenn die Kanister voll sind, leuchtet Licht. Das heißt, es kommt... Warte mal. Die Dinger steuern immer da oben die Tür und wenn wir so umdrehen. Das heißt, wir müssen ein Fluoro darauf ansetzen. Und wie schaffen wir es, dass der hin und her läuft? Also das heißt, dass er die Dinger dauerhaft immer anstupst. Das schaffen wir nur, indem wir alle Kanister mit Wasser voll machen, würde ich sagen. Dann leuchten alle Lampen und er läuft den ganzen Tag hin und her. Das müsste eigentlich klappen. Wir probieren das mal. Na geil, dass unser Körper hier unseren Wasserstrahl behindert. Ach na. Super. Ach, wenigstens haben wir es nicht ausgelöst. Ein kleiner. Ach na geil. Und da löse ich auch noch das Wasser aus. Können wir gleich nochmal voll machen. So. Und voll. Weiter geht's. Hier können wir auch schon reinmachen. Ein bisschen mehr kommen so. Das machen wir gleich dann. Erledigen wir gleich. Und hier machen wir die beiden jetzt noch voll. Alter, dieses Ding ist aber buggy, ne? So, und jetzt noch den. Prima. Jetzt lassen wir das alles schön in den Ausguss hier rieseln. Und jetzt drücken wir den Knopf für den Fluoro und warten mal, was passiert. Warten wir ab. So. So, mal gucken, ob wir jetzt... Ja, es läuft nach Plan, läuft nach Plan. Wunderbar. Schnell durch, es geht nämlich schon wieder zu. Jetzt rennen wir schnell hier rüber. Schnell. So, wunderbar. Und jetzt nur noch... Ah, das hat doch super geklappt, Mensch. War auch ein leichtes Rätsel. Ui, Alter. What the fuck? So, und der Ladebildschirm. Schöner kurzer Ladebildschirm. Kann einem gefallen. Da habe ich an meiner Maus gezuppelt. Die mache ich mal dahin, dass man sie nicht sieht. So. Okay. Ui. Geh doch mal runter. Der Probenehmer neuer Protokolleintrag. Dieses Gerät soll die Essenz von Fluorus sammeln und sie in einer tragbaren und reproduzierbaren Form speichern. Extrem hilfreich, wenn man Fluorus an schwer zugänglichen Orten erstellen will.
Zum Aktivieren benötige ich einen Fluoro als Quelle, wobei die entnommenen Proben leider auch etwas Kollateralschaden leiden können. Gut. Hier können wir zuppeln. Ja. Das könnte da oben der Probennehmer sein. Hier ist Licht. Ja, da müssen wahrscheinlich die Fluoros dann... Das ist dieses Gerät wahrscheinlich, wo wir Proben abzapfen können. Denke ich mal, ist die einzige logische Erklärung. Hier können wir Wasser laufen lassen. Das ist doch auch mal schön. Zack. Hopp. Wir gehen mal runter. Machen hier das Licht an. Zack. So, und jetzt müsste der da durchrennen. Und dann kann ich zappeln. Okay, gut. Das Viech haben wir schon mal festgenagelt. Also es bewegt sich nicht mehr. Ey, wir sind so intelligent. Wir müssen das Ding da auch drin behalten, logischerweise. So. Sonst können wir nichts absaugen. Das ist schlecht, würde ich sagen. So. So, nun. Ah, okay. Ui. Die Maschine ackert. Wo kommt jetzt das raus? Da unten? Ah, da ist unten hier so ein... Ja. Samenfall, 9 Samen erhalten. Samen unter Y. Y geht nicht. Okay, so. So, das ist unser Sameninventar. Verwendung von Samen. Endlich habe ich eine portable Möglichkeit, um Fluoros zu installieren. Ich kann sie einfach in eine beliebige Flüssigkeit geben und schon bildet sich ein Fluoro, der bereit zu helfen ist. Außerdem weisen diese Samen eine starke molekulare Anziehungskraft für jegliche Flüssigkeit auf. Dieser Nebeneffekt könnte bestimmt auch von Nutzen sein. Gut. Ach, jetzt haben wir hier so ein... Mr. Arkwright. Sehr schön. Jetzt warte mal. Okay. Wir gehen mal wieder zurück, denke ich. Ich glaube, hier gibt es keinen Ausweg. Ich habe jetzt nichts gesehen. Nun? Ah. Moment. Der hat tatsächlich richtig fett Anziehungskraft. Der ganze Brunnen ist trocken. Ja. Wird uns doch gleich schon nützlich hier. Danke, Fluoro. Alter. Ach, ich habe jetzt unendlich von den Dingern, oder was? Oh, das ist ja geil. Also das ist gut. Kann ich jetzt hier einen reinschmeißen? Zack. Nee, wie mache ich denn das? So. So. Schön. Dann haben wir ein bisschen Wasser. Da bilden sich die Fluoros. Zack. Was, Alter? Das hat einen richtig abgedämpft, ne? Und jetzt kommt nichts mehr raus, wie geil, wir haben es verstopft. Moment.
Das check ich gar nicht. Wird da irgendeine Sicherung entlockt oder was? Der rastet da irgendwie ein schon. Moment mal. Nee. Irgendwie muss ich jetzt mal überlegen. Hier komme ich immer wieder hoch. Ist da irgendwo Flüssigkeit? Ja, das Ding katapultiert mich nur da hoch. Wie kommt, was bringt mir das Ding da rechts? Das nützt mir gar nichts irgendwie. Da oben komme ich auch nicht dran. Da komme ich nicht mehr hoch. Ich habe nur noch das Vieh. Ich denke mal rechts der Schalter hier. Ich muss da den Floro reinkriegen, da rechts. Durch diese Röhre, aber da kriege ich den nur rein. Was ist denn da oben? Alter. Warte mal, wenn ich abspringe in dem Moment. Nee. Vielleicht bin ich jetzt auch einfach nur fail abgeschwungen. Alter. Ich muss da irgendwie hochkommen. Ja, verpiss dich mal, du Ding, ey. Wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Geht nicht. Ey, das ist ja mal... Oh, Alter, ich bin irgendwie gerade höher geflogen als normal. Sonst komme ich nur so... Nee, da oben ist eine Decke, ne? Ach, warte mal. Ach, Mensch. Floro. Das muss hier ins Rohr rein. Alter, komm, geh ins Rohr. Soll's nur ins Rohr rein. Meine Güte. Alter. Das muss doch gehen. Sonst ist hier doch nichts. Was ist denn das? Warte mal. Nee. Ah. Mensch. Scheiße, ich krieg das Ding da nicht so hoch. Alter. Ich krieg das... Ey, komm. Oder warte mal. Ey, komm. Wie soll ich hier weiterkommen? Ey. Da kann man doch durch. Ich muss nur noch mal versuchen. Hä? Wo bleibt denn der hängen, der Dulli? Was? Auf einmal bleibt der stehen, der Fahrstuhl? Falscher Moment. Boah, das ist schon tricky. Alter. Komm, Mädchen. Komm. Später. Was? Da komme ich gegen? Wieso komme ich dagegen? Mein Floro nicht.
nützt mir auch nicht viel, wenn ich den da... Alter, als ich verklapsen komme, nee. Alter, ich mache jetzt sowieso erstmal eine Pause, Leute. Sind schon wieder 15 Minuten rum, aber trotzdem, ey. Was soll das? Alter, ich hab doch was gedrückt. Komm, ey. Alter, wieso das? Meine Güte. So, ich komm ein Stückchen höher, so ein bisschen. Alter, fast. Komm, ey, komm, das war so knapp. Komm jetzt aber. Scheiße. Jetzt, Junge. Oh, Mädchen. Komm in die Gänge, Alter. Ups. Oh. Ja. Oh, geil. Richtig, der Lacktreffer. So, was passiert jetzt? Geil. Oh, Hauptsache, es geht weiter. Der Rest ist mir egal. Oh, mein Freundchen kommt schon. Das hilft mir. Aber ey, da muss... Ich weiß nicht, was das... Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Man sollte noch was anderes machen. Aber das ist mir jetzt egal. Hauptsache, ich habe es geschafft. Und, naja, jetzt gibt's einen Cut. Tschüss!